Schwerpunktkontrollen finden in ganz Kärnten statt. Prinzipiell finden generell die Kontrollen über Anordnung der Gesundheitsbehörde und in enger Zusammenarbeit statt und auch in den betroffenen Bezirken natürlich. Jetzt hören wir immer wieder, dass Gäste Briefe von Rechtsanwälten bei sich führen, in denen quasi behauptet wird, diese Regel sei nicht rechtskonform. Gibt es so etwas? Ist Ihnen so etwas untergekommen? Und wie sollen sich da die Wirte verhalten? Also konkret ist mir so ein Fall jetzt nicht bekannt. Generell ist zu sagen, wenn den Wirten so etwas unterkommt, dann ist es besser, dem Gästen den Zutritt nicht zu gewähren, da sich sonst der Wirt auch strafbar macht. Im Zweifelsfall die Polizei rufen? Wenn es zu Problemen kommen sollte bei solchen Einlasskontrollen in den Gastronomiebetrieben oder Ähnlichem, dann natürlich im Zweifelsfall die Polizei verständigen. Und zwar, Sie haben jetzt mehrere Kontrollen durchgeführt. Welches Ergebnis gibt es? Ja, im Moment scheinbar die Gäste, die wir kontrolliert haben, sind alle geimpft. Die 2G-Kontrollen im Moment laufen bei uns einfach sehr gut. Der Großteil der Personen ist auch nicht. Wir sind ja gerade mit einem dabei, noch Genesungszertifikat dabei. Mir persönlich ist jetzt noch nichts Gefälschtes unterkommen. Das heißt, ich bin sehr zufrieden mit meinen Kontrollen. Vor allem heute. Kein Widerstand von den Gästen hier? Nein, kein Widerstand. Aber anscheinend ist durch die ganze Situation so eine Angst ausgebrochen wieder, dass selbst der Geimpft, der Vertrauen nicht mehr geht. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja, macht sich strenge Kontrollen da bei einem? Ja, das ist schon, absolut. Weil man kann nicht im Interesse erst einmal, dass man krank wird oder sich oder irgendwas hat, dann wehrt er. Und das Zweite ist ja natürlich auch das Finanzielle, weil man möchte keine Strafe sein. Ja, klar. Das ist klar. Was würdest du da wünschen eigentlich? Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Politik endlich einmal ein bisschen Charakter zeigt und einmal eine wahre Linie fährt. Nicht dieses typisch österreichische Wischi-Waschi, das ganze Ausland läuft inzwischen bei uns schon. Weil das ist ja Wahnsinn. Entweder haben wir eine Pandemie, da muss ich agieren, oder ich habe keine Pandemie. Weil so wie sie es jetzt machen, da gießen sie Öl ins Feuer für die, die sich nicht impfen lassen wollen. Weil ich sage, naja, so kann es ja nicht sein. Weil wenn sie alle so hin und her tun und nichts Konkretes ist, nur so schlimm wird das schon nicht sein. Dann folgt es ja, wenn ich weniger krank ist wie heuer. Nicht? Dann wollen wir impfen. Noch einmal, ich würde sagen, unterscheiden, infiziert und krank. Den Unterschied haben sie leider nie gemacht. Und das hätte einfach von Anfang an viel besser kommuniziert werden müssen, viel besser erklärt werden müssen, wie die Situation wirklich ist. Dann würden die Leute heute wahrscheinlich schon viel mehr geimpft sein, als wie man es jetzt momentan macht. Wenn das jetzt monatelang so bleibt, was wirst du machen? Nein, monatelang so bleibt, das ist dann, ja, was werde ich machen? Zum Glück eine treue Frau, die mit mir dann allein das macht, aber wahrscheinlich Mitarbeiter muss ich dann natürlich entlassen, weil kostenmäßig, dass er nicht mehr tragbar ist. Wie gesagt, 50% weniger Umsatz. Bis Weihnachten wartest du? Nein, das schon. Also November werden wir schon schaffen, aber dann müsste schon einmal irgendwie bemerkbar sein, dass die Leute einfach wieder ins Lokal gehen. Gibt es Steuern schon bei den Weihnachtsfeiern? Nein, da habe ich nicht. Da habe ich noch keine. Aber das ist aber die 2G-Feier mit Ärzten haben. Also ich hoffe, das war wahrscheinlich wieder 2G. Also die 2G hat geimpft ist. Bitte. Sehr gut, danke sehr. Willkommen.
Du, wie ist das für die mit den Kontrollen? Geht man da weniger weg oder wie ist das? Störst du oder was? Also ich finde die Kontrollen eigentlich sehr sinnvoll. Für mich ist es überhaupt nicht störend. Das Land ohne Komplikationen auf und man fühlt sich sicherer irgendwie beim Weggehen. Und ich denke, das kann man schon in Kauf nehmen. Oder den Ausweis quasi herzuzahlen oder den QR-Code. Wie lange sind Sie schon geimpft eigentlich? Ich musste jetzt meine dritte Impfung abholen im Dezember. Ich bin schon seit März 2021 doppelt geimpft. Wie ist denn das jetzt? Du hast ja wahrscheinlich Freundinnen, die jetzt nicht weggehen können mit dir, oder wie ist denn das? Ist da eine gewisse Spaltung jetzt durch diese Regelung? Also Spaltung im Freundeskreis würde ich jetzt keine bemerken. Jedoch merkt man schon, dass es generell eine gibt. Aber ich bin froh, dass ich mit meinen Freunden noch weggehen kann, mich treffen kann. Diskutiert ihr darüber, über Impfung, ja, nein? Wie wird das? Gibt es Streitgespräche? Streitgespräche würde ich nicht sagen, aber natürlich diskutiert man darüber. Das ist jetzt dann schon doch ein langes Thema bei uns. Und man schaut aber, dass man das generell vielleicht ein bisschen vermeidet, wenn man gerade in einer Freundesrunde sitzt und das doch auch noch andere Themen. Gibt es Kranke im Freundeskreis? Hat es da schon was gegeben? Corona-Kranke? Corona-Kranke schon, aber keinen schweren Verlauf.